Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Meine lieben Zuschauer, ich möchte gerne meine Kurzlegungen vorstellen. Es ist eine kleine Auswahl meiner Beratungen. Diese könnt ihr haben als Videoberatung auf YouTube oder als WhatsApp-Beratung. Weitere Legungen findet ihr auf meiner Webseite unter www.denderasusannamedici.com. Tageshoroskop am 28. Februar 2019 nach indischen Astrologie. Ganesha hütet die Astrologie und begleitet uns bei Neuanfang, unterstützt uns bei Neuanfang auch, wie den Tag beginnt. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen, dass unsere Sonne, unserem gesamten Sonnensystem, bewegt sich durch den platonischen Jahr. Ein platonischen Jahr dauert etwa 26.000 Jahre und die Zentrum ist eine Zentralsonne, Alkyone. Alkyone gehört zu den sieben Plejaden, das sind die Regengeschwister, die sind die Töchter von Atlas. Und genau diese Bewegung berechnen auch die Kalendersystem der Mayas, der Maya-Kalender wird auch berechnet, oder berücksichtigt natürlich diese Bewegung. Wir befinden uns gerade im Wassermann-Zeitalter. Die Maya-Kalender hat das berechnet und das war Dezember 2012, wo ein neues Zeitalter begonnen hat. Und das ist die Wassermann-Zeitalter und das dauert etwa bis Jahr 4000 und diese 2000 Jahre ist ein platonischer Monat. Also wir befinden uns gerade in Wassermann-Zeitalter. Suraya ist die Sonne in indischen Mythologie. Suraya oder der Sonne befindet sich in den Tierkreiszeichen Wassermann. Sonne ist im Tierkreiszeichen Wassermann. Sonne ist die kleine Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und zeigt Monatsthemen an. Wichtig ist die Luftelement, die Leichtigkeit, auch die Kommunikation, die Ideen, Gedanken verwirklichen, das vermittelt auch noch die Tierkreiszeichen Wassermann. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Soma ist einer von den Namen des Mondes. Es gibt verschiedene Namen. Also Mond ist im Schütze. Agni ist der Feuergott in indischen Mythologie, steht mit Mars in Verbindung und Mars bewegt sich im Widder, kann sich auch gut entfalten, weil Mars ist hier zu Hause. Merkur bewegt sich in Tierkreiszeichen Fischen. Buddha ist der Name
Und das kommt von Sanskrit und das ist der Name von Merkur, wird aber mit ein D geschrieben. In meinem Bild ist Buddha mit zwei D geschrieben, das bedeutet schon Erläuterung, Erläuternde, aber ich setze das mit Merkur in Verbindung. Indra steht mit Jupiter in Verbindung. Jupiter oder Indra ist in Tierkreiszeichen Skorpion. Lakshmi steht mit Venus in Verbindung. Venus ist in Tierkreiszeichen Steinbock. Und das bedeutet, wir brauchen Sicherheit, Stabilität in die Liebe, Partnerschaft. Das ist die Erde-Element und das wirkt natürlich auch. Venus bedeutet auch uns Frauen, Mars ist der Mann, Venus ist die Frau und für uns Frauen bedeutet, wie wichtig das ist, Ziele setzen, die Ausdauer haben, die Geduld haben, das auch erreichen, das in Form zu bringen. Und wir brauchen jetzt gerade besonderes Sicherheit, Stabilität auch in die Partnerschaft. Skanda steht mit Saturn in Verbindung und Saturn bewegt sich in Tierkreiszeichen Schütze. Saturn ist der große Lehrmeister und belehrt uns gerade, dass wir Orientierung brauchen, was die Tierkreiszeichen Schütze auch zeigt. Schütze zeigt die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße und da liegen unsere Wünsche. Das ist ein Energiefeld und das vermittelt unsere Wünsche, Sehnsüchte, Träume. Das als Ziel setzen und das soll die Orientierung sein und die Feuerelement dazu gibt die Begeisterung. Mit Saturn endet sich die persönlichen Planeten und das wirkt auf unserem Alltag. Das sind jetzt die kosmischen Einflüsse. Wir haben vier Grundelemente, Feuer, Erde, Luft und Wasser. Feuerelement ist aktiv, das ist die Begeisterung, Feuer und Flamme zu sein von etwas. Erdeelement gibt uns die Bodenständigkeit, Sicherheit, Stabilität, eine feste Boden unter unseren Füßen. Die Luftelement hilft uns loslassen, in Leichtigkeit zu bleiben, dass wir tolle Ideen haben oder etwas spielerisch betrachten oder mit Humor betrachten. Und Luftelement vermittelt Worten, das hat mit Kommunikation auch etwas zu tun. Und die Wasserelement herrscht unter unserem Wasserelement herrscht über unserem Unbewussten. Das ist die Träume, die Intuition, Inspiration und hat einen Einfluss auf unsere Gefühle. In allen vier Elementen ist kosmische Energie. Mars, Mond und Saturn ist im Feuerelement, Venus ist im Erdeelement, Sonne ist im Luftelement. Und Jupiter, Merkur ist im Wasserelement, das ist schön ausgeglichen. Sonne und Mond stehen auch in Harmonie. Das schenkt uns dieses inneren Gleichgewicht oder wir erleben den heutigen Tag harmonisch. Jetzt kommen die äußeren Planeten Uranus, Neptun und Pluto. Uranus bewegt sich im Widder und sorgt für Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse, außergewöhnliche Lebensumstände und Begegnungen. Neptun schenkt uns Träume, Visionen, lässt uns inspirieren,
Ich nenne Neptun immer der Planet der Künstler und hier im Wassermann kommen natürlich auch gerade die guten, tolle Ideen. Pluto gibt uns die innere Kraft oder zeigt uns, wie können wir in inneren Kraft bleiben, den Weg der Transformation. Und Pluto bewegt sich in Tierkreiszeichen Schütze. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze, Soma, im Mondhaus Mula. Und dieses Mondhaus heißt übersetzt Wurzel, Fundament. Und das, was wir gerade brauchen, ein Basis, ein Fundament für diesen Neuanfang, bedeutet dieses Mondhaus auch, die Dinge auf dem Grund zu gehen, die Tiefe schauen, die Ursache erkennen. Und noch die Verbindungen. Sonne und Mars stehen eine schöne harmonische Verbindung. Beide ist männlichen Energie. Sonne symbolisiert der Vater oder symbolisiert auch der Chef, also eine männliche Person, der etwas zum Sagen hat. Und Mars ist auch männlich und die stehen gerade in Harmonie. Das heißt, die Männer haben entweder gute Verbindung zum Vater oder gute Verbindung zum Chef, aber Sonne symbolisiert auch Erfolg und Lebenskraft und das haben die Männer auch, diese Lebenskraft und haben auch Erfolg, weil sie können sich gerade gut durchsetzen, nicht nur wegen dieser Mars-Sonne-Verbindung, was sehr schön und harmonisch ist, sondern Mars ist im Widder, im eigenen Bereich. Das kommt auch noch dazu. Jupiter steht mit Pluto in einer schönen Verbindung. Jupiter-Pluto, das sind bei zwei benachbarten Tierkreiszeichen und kommt Unterstützung. Und das bedeutet, Pluto bleibt im Pluto, zeigt die Kraft und Macht. Und Jupiter gibt die Chancen und Möglichkeiten. Die Maya-Kalender. Die alten Mayas haben die Natur beobachtet. Sie haben in Natur gelebt. Sie haben auch die Naturkräfte beobachtet. Die Mayas haben die wiederkehrenden Zyklen beobachtet. Nicht nur das, sondern auch die kosmischen Ereignisse und Einflüsse. Sie haben ein wundervolles ganz präzise Kalendersystem ausgearbeitet. Das ist astronomisches Wissen, es ist auch mathematisches Wissen und dieses Kalendersystem ist im Einklang mit der Natur, ist im Einklang mit den kosmischen Einflüssen. Leider wurde durch die Inquisition ein Teil davon verbrannt, ein Teil von diesen Schriften, aber ein Teil noch erhalten geblieben. Und ich möchte das auch verkünden, damit wir das kennenlernen, auch wenn das für uns etwas fremdartig klingt, aber es lohnt sich mit diesem Maya-Kalender auch mal näher befassen. Gestern ist eine neue Welle begonnen. Eine Welle dauert 13 Tage lang. Die Zahl 13 und Zahl 20 sind auch die heiligen Zahlen der Mayas. Und dann sind wir wieder bei diesem platonischen Jahr, diese 26.000 Jahre, alles hängt zusammen. Also eine Welle dauert 13 Tage lang. Das ist bei diesem Maya-Kalender so ähnlich wie bei uns die 7-Tagen-Woche. Wir befinden uns in der siebten Welle und das
dauert, also gestern hat das begonnen, 27. Februar, und dauert bis 11. März 2019. Diese Welle ist eine Reinigung und blitzartige Transformation. Über diese Welle herrscht Regensturm, Blitz, Donner, Gewitter. Die Botschaft ist im Vertrauen bleiben. Das ist nur ein Erneuerungsprozess, ein Wandel, und wir sollen jetzt die Angst davon überwinden. Dieser Sturm einfach geschehen lassen, weil das ist die Zeit des Sturmes. Nicht erschrecken, wenn ein Moment mal blitzt, weil das führt zum Klärung. Es ist eine Herausforderung des Stürmes, aber nicht hinwegfegen lassen, weder festhalten noch Widerstand leisten, sondern begrüßen als Veränderung. Das Wahrnehmen, weil das sind jetzt gerade gewaltige Kräfte, was dazu führt, dass hier Veränderungen, Wandel im Werk ist. Die heutigen planetarischen Kraft, oder ich könnte sagen Kraftfeld, ist Ahau. Ahau ist die Sonne, das ist Sonnenenergie, Sonnenkraft, bedeutet aber auch die Ahnen. Hilft uns als Lichtkörper zum Erleuchtung, zum Aufstieg, etwas klären, etwas klar und deutlich sehen und erkennen. Aber auch die Ganzheit und die Vollendung erkennen, weil das bringt uns gerade Glück. Ist auch eine Liebesenergie. Als Krafttier ist hier die Löwe. Als Halbedelstein steht mit Ahau Bernstein und Gold Topaz in Verbindung. In unserem Körper wirkt auf Herz, Blut und unserem Auge. Wir haben heute die Zahl 2, so haben die Mayas das gezeichnet, zeigt Polarität, spiegelt die Gegensätze und zeigt auch Partnerschaft, ist auch ein sehr wichtiges Thema. Die Mondenergie ist Kimi, und Kimi bedeutet als Weltenüberbrücker den Tod. Und dieser Tod heißt nicht Todesfall, sondern das ist das Loslassen, die Befreiung von etwas, die Transformation, eine Wandlung, damit etwas Neues kommen kann. Und die Sonne Ahau zeigt auch die Klarheit, was kommt jetzt als Neues. Und das ist diese Polarität. Das ist die Ende, das Loslassen, und hier das Neue ist schon sichtbar, und hier vereinen sich die Kräfte. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Seid ihr herzlich willkommen bei diesem kurzen Video, wo ich euch informieren möchte. Ich habe ein super tolles Angebot für euch, und dieses Angebot ist gratis. Ihr braucht euch auch nichts verpflichtet fühlen für etwas. Das Thema ist Dualseelen, Dualseelenprozesse. Das, was ich wahrnehme in Praxis, dass viele von euch in diesem Dualseelenprozess drin steckt und ihr weiß nicht, wie das weitergehen soll. Warum ist es so? Das ist mal die erste Frage. Wie kommt ihr davon los? Oder hat das überhaupt einen Sinn, in dieser Beziehung bleiben? Was sagt das alles aus?
Und dafür habe ich ein Einführungsvideo gemacht, Einführungsvideo zum Verstehen, was das überhaupt ist, duale Seelen und was sagt es auch. Und diese Video werde ich nicht veröffentlichen. Das ist nicht für jeden da, das ist nicht für jeden geeignet, sondern wirklich für diejenigen, die in diesem Prozess drin sind, wo das wirklich interessiert oder möchten sich etwas verbessern. Und ich bitte euch, wenn ihr in diesem Dualseelenprozess drin seid oder interessiert euch diese Thema, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratung oder Beratungsvideo jetzt in dem Sinne nichts zu tun. Diese Video ist wirklich kostenlos. Und ich möchte aber nur für diejenigen zugänglich machen, wo da wirklich ernsthafte Interesse zeigen. Und ich freue mich, wenn die Interesse besteht und ihr bekommt dann die Zugangsdaten, ihr bekommt den Link dazu und könnt ihr diese Einführungsvideo, diese Erklärungsvideo dann anschauen. Und damit möchte ich euch weiterhelfen. Ich bedanke mich für die Interesse, ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.